Hi Leute, in dem Video geht es darum, ich möchte einen Superhead-Empfänger bauen. Eigentlich möchte ich ein Kurzwellenfunkgerät bauen, und zwar ein DDS-gesteuertes Kurzwellenfunkgerät. Ich habe hier den DDS, den ich letztens aufgebaut habe, 20,455 oben eingestellt. Der DDS speichert, wenn ich hier einmal nach unten gehe oder dann wieder nach oben, dann speichert er die Frequenz, dann kann ich ausschalten, wieder einschalten und jetzt wieder auf der Frequenz. Ich habe an den da jetzt einfach mal Oszilloskop angesteckt und er zeigt mir auch an 20,4551. Das ist okay. Ich habe beim Oszi auch Messungenauigkeiten. Von der Frequenz ist ja sehr genau. Und habe ich mir für ein Funkgerät, für ein Kurzwellenfunkgerät, einen Empfänger ausgedacht. Das Kurzwellenfunkgerät soll jetzt nur Amplitudenmodulation machen. Und SSB ist doch ein bisschen schwer, da tüftelt man doch lang dran. Da habe ich vor, eine erstmal einen Verstärker und einen Filter zu machen, der nur alles bis 20 MHz durchlässt. 0 bis 20 MHz. Man könnte später auch noch einen Filter machen, schaltbar, umschaltbar, der von 20 bis 40 MHz alles durchlässt. Aber wir machen jetzt erstmal einen Verstärker 0 bis 20 MHz. Dann habe ich hier ein Empfangssignal. Mal angenommen, ich will 3 MHz empfangen. Dann muss ich mit dem DDS 17 MHz machen. 17 plus 3 ist 20. Dann kommt es durch den Filter durch. Also wenn ich 3 MHz empfangen will, 17 MHz dazu. 17 plus 3 ist 20. 17 minus 3 wäre 17, wäre 14. Das kommt ja auch nicht mehr durch und so. Das heißt, die einzige Frequenz, die jetzt hier noch durchkommen würde, wenn ich hier 3 MHz mache, empfange ich 17 MHz, wenn ich hier 3 MHz mache. Dann würde ich 23 MHz auch empfangen, weil der Mischer immer die Summe und die Differenz mischt. Das heißt, oder nehmen wir es mal anders, mal angeblich empfange ich hier 10 MHz und mache hier mit dem hier 10 MHz. Dann kommen hier 20 MHz raus. Also wenn ich hier 10 MHz und 10 MHz ist 20. Wie könnte man noch 20 kriegen? Weil ich hier 10 MHz mache, könnte man 20 MHz nur dadurch kriegen, indem 10 MHz da reinkommen. Nur dann kriege ich 20 MHz. Okay, also der Mischer verdoppelt mir die 10 MHz auf 20. Da werde ich dann so einen, ich glaube, unerwünschten Empfang haben, aber 10 MHz plus 10 MHz wäre 20 und es würde da eigentlich dann rauskommen. Wenn ich jetzt, aber das nächste, wo dann 10 plus, wo das plus 10, 20 oder minus 10, 20 ergibt, wäre dann 30. Das heißt, wenn hier 30 MHz reinkommen, und ich würde mit 10 MHz mischen, wird es auch 20 ergeben. Daher den Filter, der alles nur von 0 bis 20 MHz durchlässt. Man könnte noch einen zweiten Filter dann machen, der alles von 20 bis 40 MHz durchlässt und von 0 bis 20 nichts mehr durchlässt. Dass ich den Spiegelfrequenzempfang weg habe. Aber das Filter hier, das muss gut sein. Dann filtere ich dann nur die 20,455 MHz raus. Weil wenn hier 3 MHz kommen und ich mache 3 MHz, dann kommen da 6 MHz. Das soll da nicht durch. Sonst würde ich ja die 6 MHz empfangen. Sonst würde ich ja alles empfangen. Daher ein erstes Filter mit 20,455 MHz. Und dann mische ich das Ganze nochmal mit 20 MHz, mit dem Quarzoszillator. Und zwar 20 plus 20 ergibt 40 MHz, also oder 40,455. Das passt da ja nicht durch das Filter. Aber nur, wenn hier 20,455 MHz ankommen und hier mit 20 MHz gemischt wird, dann entsteht 40,455 und 455 kHz. Die 455 kHz filtere ich mit dem Filter auf schmalbandiges Audio dann, dass ich nur noch so 5 kHz Bandbreite habe, mit demodulieren, verstärken und auf den Lautsprecher geben. Und schon habe ich einen Doppel-Superhead AM-Empfänger und ich brauche keine Vorselektion mitlaufen lassen in der Abstimmung. Ich muss nur einen Filter bauen, der sich möglichst bei 20 MHz abschneidet, das möglichst nur bis 20 MHz durchlässt und dann war es bei 20 MHz dann so einen Bogen nach unten macht. Wenn das Filter jetzt noch 20,5 MHz durchlässt, was zum gewissen Teil noch machen will, dann empfange ich hier die 0,5 MHz plus die 20,5. Oder wenn ich hier 1 MHz empfange und das Filter lässt 21 MHz noch durch, dann empfange ich hier 1 MHz und 21 MHz. Und daher muss das Filter gut sein, das muss ab 20 MHz alles abblocken. Vielleicht mache ich es sogar so, dass es ab 15 MHz oder so schon anfängt abzublocken. Dann kann man zwar nicht so hoch empfangen, aber für untere Kurzwelle reicht das, wenn es bei 15 MHz noch gut empfängt. Weil ich will jetzt nur ein Empfängerband für die untere Kurzwelle. Daher hier ein Filter, das bei 20 MHz sagt, es ist Schluss, da kommen wir nur von 0 bis 20 MHz durch.
sollte zu bauen sein. Dann wird es gemischt und dann hier ein Filter 20,455, da habe ich schon Versuche gemacht, jetzt den Filter zu bauen. Und zwar, da werde ich, denke ich, zwei Spulenfilter nehmen. Da habe ich hier so aus China so Spulenkörper und da habe ich ein bisschen rumprobiert. Ich habe hier 8 Windungen drauf und einen 82 PF parallel. Und um zu gucken, was für eine Frequenz das Ding hat, da kommt jetzt das DDS ins Spiel. Ich habe jetzt das DDS ja hier dran, habe hier am Ausgang Plus und Minus Ostsee angesteckt und ich sehe am Ostsee die Sinuswelle. Okay, habe jetzt 20,455 MHz eingestellt. Jetzt möchte ich aber wissen, was für eine Frequenz der Filter hat, oder ich möchte ihn hier schon mal auf 20,455 MHz einstellen. Also hier bei 8 Windungen und 82 PF müsste die auf 20,455 MHz Resonanz sein. So. Ich könnte ihn aber, glaube ich, auch auf 18 MHz stellen oder auf 21 MHz stellen mit dem Kern. Daher stecke ich den jetzt mit 2 PF an. Das heißt, ich habe hier einfach nur die Spule und den Kondensator parallel. Würde 2 PF hier drauf schließen. Also ich werde den hier direkt an den DS anschließen, also quasi Minus auf Minus, Ostsee Minus auch auf Minus und am anderen Pol über 2 PF ans DDS und über das Ostsee koppel ich den dann auch nur induktiv aus, indem ich beim Ostsee einen Kurzschluss mache und das zweimal darum wickel. So, ich habe jetzt folgenden Aufbau. Ich habe Minus hier auf Minus von Filter angesteckt hier. Also Minus hier ist auf Minus vom Filter, dann der Signalausgang oben, der geht hier über 2 PF zum anderen Ende von diesem Reihenschwingkreis. Hier habe ich 2 PF auf den, das sind 82 PF und die Spule. Und hier habe ich Kabel zweimal rumgewickelt, auf Ostsee-Tastkopf von hier nach hier. Und dann habe ich jetzt, wenn ich den Filter drehe, dann kann ich hier Resonanz einstellen. Und zwar... Ich habe hier Ostsee, wenn ich ihn nach rechts drehe, keine Resonanz mehr. Hier Resonanz, drehe ich ihn nach links, auch keine Resonanz mehr. Das heißt, hier habe ich Resonanz und dann habe ich den Filter bei 2 PF Last, wirklich auf Resonanz, auf 20,455 MHz eingestellt und soweit klappt das. Und jetzt habe ich das Ziel, also jetzt habe ich schon mal einen Filter, das auf 20,455 MHz einen Parallelschwingkreis macht. Ich will einen Filter setzen, dann noch einen Filter setzen, also wie bei dem UKW-Radio, bei der UKW-Radioschaltung, und einen ZF-Filter bauen aus zwei so Spulenfiltern. Das heißt, ich muss noch so eins bauen, muss 8 Windungen von 0,08 mm Kupferlackdraht da drauf wickeln. Das sind 0,08 mm, 8 Windungen. Also quasi, ich habe hier das da hier rumgewickelt und angelötet, dann 8 Windungen gemacht, das auf dem zweiten Pin angelötet, dann noch ein 82 PF parallel und mit 2 PF koppel ich hier an, also hier Minus und hier mit 2 PF koppel ich an. Wichtig ist, dass man nur mit 2 PF ankoppelt, also ganz schwach ankoppelt, dann kann man hier an den Kern dann wirklich die Resonanz finden und die Resonanz einstellen. Es könnte auch sein, dass ich auf einer anderen Resonanz bin, dann kann ich das am Megahertzweise durchschalten und auf dem Ostsee gucken, wo ich denn dann wirklich resonant bin. Das heißt, wo das Signal stärker wird und wo das Signal stärker wird, dann kann ich den Schraubendreher hier noch drehen und gucken, bei was für einer Frequenz ist das Filter. Also so kann man Schwingkreise, also so Parallelschwingkreise, ganz leicht die Resonanzfrequenz rausfinden und die dann auch so wickeln, dass er passt. Ich habe hier erst 18 Windungen gemacht, dann 14 Windungen, dann 12 Windungen, dann 10 Windungen, 9 Windungen und jetzt 8 Windungen. Und bei 8 Windungen habe ich gemerkt, dass ich bei 20,455 hier, da ist er nicht ganz drin und nicht ganz draußen, der Kern. Das heißt, ich habe nach unten Reserve und nach oben. Ich kann den höher stellen in der Frequenz und auch niedriger stellen. Und genau einen 20, warte, ich schalte mal aus und wieder ein, da bin ich wieder auf der 20,455, genau einen 20,455 kHz. Filter brauche ich. Ich brauche zwei davon, zwei Stück. Und 455 kHz Filter werde ich auch mindestens zwei nehmen. Vielleicht sogar drei. Mal gucken. Vielleicht sogar drei bei 455 kHz. Also 3, 4, 5. Dann habe ich 5 so Filterchen. Dann hier noch ein Quarzoszillator. Der wird einfach, der muss einfach 20 MHz mögliches Sinussignal machen.
Und das muss ich dann auf dem Mischer, aber er kann auch Rechtecken machen, ist egal bei dem Mischer. Aber ich muss dann 20 MHz Signal machen, weil die erste Oberwelle liegt ja bei 40 MHz, die kommt dann sowieso nicht mehr durch und so. Das heißt, ich muss hier ein 20 MHz Signal machen. Das wird mit den 20,455 MHz gemischt auf 55 kHz und es wird da ja wieder rausgefiltert. Von daher sollte das funktionieren. Ich müsste dann einen Kurzwellenempfänger hinkriegen, der zumindest bis zu 15, 16 MHz ohne Spiegelfrequenz empfängt. Das hier wird noch eine Aufgabe. Und zwar, ich brauche einen Filter, der bis 20 MHz alles durchlässt und darüber sperrt. Also einen Empfangsverstärker und der filtert. Also versteckt und filtert. Dann Mischer, der womit er die einstellbaren Frequenz mischt. Dann kann man nämlich schön von Langwelle, Mittelwelle, Kurzwelle alles quasi empfangen. Dann filtern auf 20,455. Dann noch ein Mischer mit 20 MHz Quarzoszillator. Das ist nur ein Schwingquarz mit einem Transistor und zwei Widerständen und zwei Kondensatoren. Dann habe ich einen 20 MHz Quarzoszillator. Der Mischer, den mache ich auch mit einem ganz normalen Transistor, 1 Megaohm und also ein Widerstand in, von Basis nach Kollektor, so 1 Megaohm. Und von Kollektor auf Plus, da kommt dann schon das Filter dran. Das 455 kHz nur auskoppelt mit so 330 Ohm auf Plus. Also der Mischer arbeitet quasi auf den Filter und der Mischer arbeitet auf den Filter schon mal, auf den ersten Filter, dann den zweiten Filter, dann nächster Mischer, dann wieder Filter und wieder Filter und dann die Modulator, Verstärker kann ich einen LM386 nehmen und Lautsprecher. Und schon müsste ich einen super guten Kurzwellenempfänger haben. Mit 20,455 MHz erste ZF und 55 kHz zweite ZF. Und das sollte dann eigentlich super funktionieren. Teste ich aus, probiere ich aus, versuche ich zu bauen, auch wenn es noch einiges an Entwicklungsarbeit wird. Also Update-Video dazu, das wird dauern, bis das kommt. Ich muss mir da wirklich Gedanken machen, wie ich das aufbaue. Aber ich möchte einen Kurzwellenempfänger haben, wo ich über DDS dann schön die Frequenz einstellen kann und ja, und die ganze Kurzwelle empfangen kann darüber. Was ich irgendwann vielleicht noch machen kann, ist, dass ich statt den einfachen Demodulator noch ein BFO dran baue und dann einen Filter, den wo ich quasi versetzt habe, einen zweiten Filter, den ich versetzt habe gegenüber den ersten, sodass er mir ein Seitenband abschneidet, die Frequenz dazu mischt, sodass ich SSB auch empfangen kann. Das wäre nächster Schritt dann, wenn der Empfänger funktioniert. Aber erstmal AM-Empfänger bauen und SSB kann man immer noch dazu bauen, wo ich dann LSB und USB hin und her schalten kann. Da bräuchte ich, glaube ich, einen Filter für LSB, einen Filter für USB und einen BFO, der mir da in der Mitte dann einen Träger dazu mischt. Und der Filter für LSB, der muss ein Seitenband abschneiden, der Filter für USB möglichst das zweite Seitenband. Wird zwar nicht so perfekt, aber sollte funktionieren. Ja. Und so freischwingende Oszillatoren habe ich ja gar keinen drin. Ich habe hier einen Quarzoszillator und hier das DDS. Man könnte das auch mit einem freischwingenden Oszillator machen. Allerdings muss der sehr genau sein, sonst ist es schwer, die Empfangsfrequenz zu treffen. Und auch Temperatur trifft und so. Man müsste den Temperatur kompensieren noch, aber es geht so auch, denke ich. Okay, sage ich mal, danke fürs Zuschauen und ja, ich mache dann ein Video, wenn ich weitergekommen bin. Ja.